ودعتنا في سجود كان منه الارتحال وارتضت جنات عدن فتسامت كالهلال ودعتنا في سجود. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und der Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sprechen heute mit Allah subhanahu wa ta'ala seine Erlaubnis über eine Sache, die wir täglich verrichten. Der eine öfter, der andere weniger. Der eine länger und der andere kürzer. Der eine mit mehr Demut und der andere mit Nachlässigkeit. Wir sprechen heute über die Stirn der Niederwerfung. Wir sprechen über den Sujud. Jeder wirft sich tagtäglich mehrmals nieder, und dies vielleicht schon seit vielen Jahren. Doch was ist der Sujud? Welche Auswirkungen hat er für die Gläubigen? Welche Besonderheiten haben diejenigen, die ihn vollziehen? Der Sujud ist ein Zeichen für die Ergebung, ein Ausdruck von Demut gegenüber seinem Schöpfer. Das Verbeugen, das Verehren, das Verspüren der Ehrfurcht und das Ausdrücken der eigenen Schwäche und die Abhängigkeit von deinem Schöpfer. Der Sujud ist eine der großartigsten Anbetungen und ein Ausdruck der Dienerschaft für denjenigen, der ihn für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. So war die Niederwerfung eines der Dinge, die dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam Ruhe spendete, wenn er mit Schwierigkeiten konfrontiert war und seine Bedrängnis zunahm, pflegte er sich in den Zustand der Niederwerfung zu begeben und für die Beseitigung der Sorgen und des Kummers Bittgebete zu sprechen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala es ihm gelehrt hatte. So wird bei Muslim überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns den Ratschlag gab: Am nächsten ist der Diener seinem Herrn, während er sich im Zustand der Niederwerfung befindet. So sprecht häufig Bittgebete. Und Imam An-Nawawi rahimahullah sagte dazu: Das bedeutet, dass der Diener in der Niederwerfung der Gnade Allahs am nächsten ist. Und das wird dazu angespornt, im Zustand der Niederwerfung vermehrt Bittgebete zu sprechen. Und so bedenke, o Muslim, der Mensch berührt mit dem Höchsten von seinem Körper, mit seinem ehrenvollen, schönen Gesicht, das Niedrigste, nämlich den Boden, auf dem die Menschen mit ihren Füßen laufen. So mag es sein, dass es für die Ungläubigen eine Erniedrigung darstellt, seine Stirn und seinen Körper auf den Boden niederzuwerfen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslim damit geehrt und lässt ihm seine Hilfe zukommen aus dieser Niederwerfung. Man kann sich nicht mehr erniedrigen und klein machen vor Allah subhanahu wa ta'ala als im Sujud, in der deine Stirn und deine Nase den Boden für Allah subhanahu wa ta'ala berühren und du ihm deine eigene Hilflosigkeit zeigst. Und jeder von uns hat es schon einmal erlebt, wie sehr wir diesen Sujud lieben und abhängig von ihm sind. Indem wir von einer Krankheit getroffen wurden, wir so schwach oder verletzt waren, dass uns dadurch mehrere Tage verwehrt wurde, den Sujud am Boden zu verrichten, und wir uns dann so sehr danach sehnten. Wie kann jemand, der einen derartigen Gottesdienst aufrichtig verrichtet, Allah subhanahu wa ta'ala nicht nahe sein? Die Niederwerfung ist stets ein Genuss für den Iman, solange der Mensch seine eigene Schwäche und Unfähigkeit gegenüber der Macht und dem Reichtum Allahs anerkennt. Denn Allah ist As-Samad, der Unabhängige, von dem alles abhängt. Somit ist es verboten, sich neben dem Herrn der Welten vor jemand oder etwas anderem niederzuwerfen. Der Sujud und all seine Eigenschaften gebühren in Wirklichkeit nur demjenigen, der dir das Leben gegeben hat, der dir all seine Gaben und Gnaden, deine Gesundheit und deine Versorgung gewährt hat. Allah, der über alles die Macht hat. Allah, denn sein Wissen umfasst alles Verborgene wie auch das Offenkundige. Allah, denn ihm gehört alles, was zwischen den Himmeln und der Erde ist. فتسامت كالهلال
ودعتنا في سجود كان من